Der BAB 35 war mal so ein Stau. Ich saß mittendrin. Nur scheißegal, kommt immer so. Und plötzlich kommt ein Polizeiwagen an und meint, ich soll mal aussteigen. War ein bisschen unrasiert, aber nix alt und sonst was drin. Mein Kiff hatte ich 3 Tage vorher gemacht. Ich musste pissen. Okay, danach bekam ich dann Handschellen an. Mein Auto musste stehen lassen auf der Autobahn. Dann war ich in der Zelle, das Licht war nicht an. Außerdem war's kalt, schweinekalt. Scheißegal. Seffi, Song für dich, genau. Ich kenne es auch gut. Ich habe mir auch schon Arsch abgeschnitten. Aber keine Angst, mein Freund. Wir können nichts. Dafür sind wir da. Ich weiß, du hast jetzt Angst. Das kann ich gut verstehen. So wie ich auch. Sorry, Seffi, ich muss das irgendwie dreimal zusammenmixen, weil mir jedes Mal irgendwie ein anderer Text eingefallen ist, weil das genauso mein Problem ist. Ne? Hallo, hier bin ich. Und du weißt ja, du verstehst es. Aber ich habe genau diese Übergänge, die wir von letztem Mal geübt haben, ja, für dich da. Ja. Und die andere? Oder? Ach, das können wir schon nehmen irgendwie. Die deutsche Staatsgewalt scheint irgendwie wirklich knall zu haben. Also, die Geschichte, die du mir erzählt hast, ist eigentlich unglaubhaft. Ne? Solltest du wirklich öffentlich machen. Ne? Ich habe jetzt nur mal so einen kleinen Bericht gegeben, ja, und ich nenne es einfach mal Song für Safi. Ja? Ich will das bloß nicht runterkriegen, mein lieber Süßer, ja, nee. Ach. Hier, die Muskeln, ja. Sind, gut, ich habe nicht wirklich irgendwie, aber es sind hier oben, okay. Ja, rein, meine, ja.